Stimmt, irgendwas hat auch der andere Schüler da erzählt, dass irgendwie alle Magie jetzt in dieses, nicht ins tote Land fließt, aber irgendwie noch dem einen Magier unterliegt, oder wie war das? Nordons Famulus meinte, er hätte die Magiefelder verändert. Doch ihr scheint sie noch nutzen zu können. Andokai lächelt. Ich bin nicht ganz so freundlich, wie die anderen Magiers gewesen sind. Mein Gott Samusin ist der Gott des Ausgleichs. Er liebt die Dunkelheit ebenso wie das Licht. Daher kann ich beides nutzen. Meine Kräfte sind aber nicht grenzenlos. Es fällt mir schwerer, die veränderte Magie zu speichern und zu nutzen. Wir sollten Kämpfen aus dem Weg gehen, wenn es möglich ist. Kämpfen aus dem Weg gehen. Moment, Moment, das ist aber eine ganz, ganz schlechte Idee. Was wollt ihr nun tun? Von hier fortgehen. Ich bin nicht so töricht zu denken, ich könnte das tote Land oder Nord-On aufhalten. Warum sollte ich hier bleiben? Töricht nicht, aber feige! Ha! Ihr seid auf dem Weg ins Reich der Zweiten, nicht wahr? Dann werde ich euch begleiten und das geborgene Land durch die hohe Pforte verlassen. Nord-On wird uns Schlimmeres als nur Orks auf den Hals hetzen. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Die Maga nickt zufrieden. Dann schaut sie nachdenklich auf deinen Rucksack. Dein Rucksack? Warum wollte Nord-On ihn haben? Jetzt ist natürlich die Frage, ist das auch eine, die uns dann verraten wird, weil Nord-On sie vielleicht am Leben gelassen hat und dafür sich jetzt bei uns, ja, mit uns Kontakt knüpfen soll, um uns dann auch zu hintergehen, oder? Obwohl, ich weiß nicht. Gibt es einen Verräter, gibt es zwei Verräter? Also sinngemäß, worauf ich hinaus möchte, ich glaube, ich habe wieder irgendwo mittendrin einen Satz unterbrochen, dass die vielleicht nur deswegen überlebt hat, weil sie der andere Typ am Leben gelassen hat und quasi mit ihr ausgemacht hat, du bringst mir von den Zwergen diese Items zurück, falls ich es alleine schaffe. Also den zweiten Teil würde er natürlich als großer dunkler Meister nicht gesagt, aber vielleicht gedacht haben. Auf der anderen Seite, warum sollte die uns belügen? Und wieder auf der anderen Seite glaube ich kaum, dass man die belügen kann. Also deswegen bleiben wir doch erstmal bei der Wahrheit. Hat bei dem einen Tor auch nicht funktioniert, aber in allen anderen Fällen schon bisher. Deswegen eine gute Quote für die Wahrheit. Nehmen wir mal Variante 2. Ich sollte Goren, einem Famulus Lord Ionans, einige Gegenstände bringen. Er wurde in Grünhain von einer Albin ermordet. Neben seiner Leiche lagen einige Bücher, die er Togo dem Schönen schicken wollte. Darf ich sie sehen? Du nickst, holst die Bücher aus deinem Rucksack und reichst sie Andokai. Sie geht den Brief und die Bücher nacheinander durch, ohne dass sich eine Regung auf ihrem Antlitz widerspiegelt. Schließlich klappt sie das letzte Buch wieder zu. Ist das alles? Es handelt sich um Geschichten und Reiseberichte aus dem jenseitigen Land, die über legendäre Geschöpfe und Mythen berichten. Ich weiß nicht, warum Nord-On daran gelegen sein sollte. Er hat dafür ein Dorf vernichtet und den Stollen. Es muss etwas in den Büchern stehen, das wichtig für ihn ist. Möglich. Ich werde die Bücher studieren. Lasst uns jetzt schlafen. Jerun kann Wache halten. Wir werden noch immer verfolgt. Und so wurde unsere Gruppe um ein weiteres Mitglied erweitert. Vielleicht eine Fernkämpferin? Die Dame ist Level 6. Ach genau, das wollte ich gerade fragen, ob dieser Jerun mitkämpfen kann. Der schaut ziemlich garstig aus. Also wenn wir den mit Volldampf auf die Gegner loslassen, das könnte interessant werden. Aber wenn sie vielleicht als Magierin mit Fernkampfattacken arbeitet, haben wir auch sowas irgendwann vielleicht wie einen Armbrustschützen oder einen Bogenschützen oder sowas. So mehr taktische Vielfalt und so. Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas zusammen. Genau, und er hat jetzt hier Level 7 gemacht. Und wir ziehen weiter unsere Wege. Jetzt brauchen wir natürlich minus 5 am Tag. Der Gruppe hinzugefügt. Zeig mal, kann ich hier. Nee, das wollte ich nicht, aber nicht über Furcht erhaben. Tod. Ja, genau. Na, Lord Ionan tot, die Barriere des Totenlandes zerstört und ein scheinbar unsterblicher Feind. Ja, sehr schön. Aber wenn sie sagt, sie möchte das Gebiet durch die hohe Pforte verlassen, wo will sie denn dann hingehen? In ferne, unbekannte Länder? Dann sammelt er hier in diesem Gebiet ewig viel Macht an und würde auch dann diese fernen Länder angreifen. Also, egal wie man es macht, ich würde mich da nicht drauf verlassen, dass der. Was ist das? Da ist ein Kreuz dabei. Ich würde mich da nicht drauf verlassen, dass der. Wie soll ich sagen? Sich dann nur hier mit dem geborgenen Land begnügen würde, wenn sie noch in ein anderes Land ziehen will. Okay, hier kann ich irgendwas anklicken. Da passiert aber nichts, außer dass paar. Hä, was soll das denn sein? Ach, warte mal, da kann ich hier zuweisen, was auf welcher Taste liegen soll?
Das ist doch passiv. Okay, das ist passiv. Das ist alles aktiv. Warte mal. Achso, ich kann bloß 4 Fähigkeiten auswählen, oder wie? Bloß 3 Fähigkeiten. Ach so, schau her. Und ich kann bestimmen, was so welches Dings liegen soll. 8 Fähigkeiten, 1 von 3. Okay. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Warte mal, lass mich mal schauen. Wie machen wir das am schlausten? Wie haben wir es denn bei ihm gemacht? Bei ihm liegt der, mächtige Hieb auf der Q und hier liegt der auf E. Ja, pass mal auf, dann tun wir den mal weg und den auch. Das war falsch. So, dann legen wir wie immer den Schwinger auf die 2. Das machen wir bei uns mit dem Schwinger auch. Der mächtige Schlag liegt hier. Der Sturm war aber auch nicht verkehrt. Ich würde sagen, 50% mehr Schaden für alle Angriffe. Ich würde sagen, wir nehmen den da weg. Legen da das Q drauf. W ist auch hier der Schwinger. Und hier ein Schadensbonus. Wobei wahrscheinlich auch bei Dunkel irgendwann der Schwinger verschwinden wird, wenn er hier nochmal einen... Weil der macht halt mit einer Waffe, also mit einer Waffe nicht so viel Schaden, beim Schwinger hat er auch nicht die Reichweite, um Leute vor allem auch auszubremsen. Also der wird vielleicht einen Schaden vergleichbar machen irgendwann mit unserem, wie heißt der, mit unserem Boendal, aber so allgemein, weiß nicht, mit Axt und Schild würde ich ihn eher einer defensiven Rolle zuordnen. Hier, der hat 3 Stück und hier was Passives, das passt, genau, der Klingensturm, das ist okay soweit. Achso, und hier genau, Neue Freunde, neues Glück, 5% scheint an Freundschaft. Und wie schaut es hier aus? Okay, sie hat 3 Fähigkeiten. Energiestrahl, Schuss in ihr Schaden zufügt. Ich glaube, die ist auch teilweise in der letzten Schlacht übers Feld geflogen. Magische Explosion. Oh, ranziehen und explodieren, das klingt schön. Schaden und betäubt Gegner. Das klingt auch sehr schön. Mit Betäubungen. Also ranziehen und explodieren, in Strahlen schießen. Und ja, so ein Gewitter, was so ein Kettenblitz quasi, der auch... Ach, da steht's. Da steht sogar Kettenblitz dabei. Upsi. Aber ja, verursacht Schaden und betäubt Gegner. Sehr schön. Was ist mit diesem Hulk? Was ist mit dem... Was hat das Kreuz zu bedeuten? Dass ich den nicht alleine... Also, das ist aber kein Moment. Dass ich den nicht selber in Kämpfe einsetzen kann, oder wie? Muss ich hier ab... Ah, okay. Also, Gruppen sind auf 4 Leute begrenzt. Und ich müsste dann hier quasi... Kann ich ihn abwählen? Achso, ne, ihn haben wir immer. Ach, ihn haben wir jetzt immer dabei, ihn haben wir immer dabei, ihn auch. Aber hier könnten wir quasi zwischen den 2 Soldaten, zwischen den 2 Leuten wählen. Aber ich würde sagen, der Gegner wird mit grober Kraft nach hinten geworfen. Alle in seinem Weg erhalten Schaden. Mächtiger Hieb. Also ich würde gern... Der macht 2000 mit seinem mächtigen Hieb. Was macht der? 12,5. Oder ist es die Reichweite? Achso, es könnte die Reichweite sein, nicht Dödel. Jerun öffnet seine Maske, hohe Chance, gehen an einem Kegel vor, sich in Panik zu versetzen. Klingt interessant, aber ich würde den nächsten Kampf erstmal mit ihr machen wollen, dass wir mal wirklich einen Fernkämpfer oder eine Fernkämpferin dabei haben. Aber hier nach wie vor das Verhältnis zwischen Begleiter und ja, Vorgesetztem scheint nicht sehr gut zu sein. Okay, jetzt habe ich aber wieder sehr viel Zeit verdrödelt. Gehen wir weiter. Kann ich hier noch hin? In Seelenschön irgendwas Bescheid sagen, was Bescheid geben. Bei 5 Rationsverbrauch pro Tag. Wir fressen quasi jetzt doppelt so viel fast wie vorher. Was ist das denn? Die... Oh, oh, es sind Ork-Horden hier im Dings unterwegs. Deswegen ist auch die Quest oder der Quest wahrscheinlich nicht verschwunden, ne? Als eure Reise euch erneut nach Seelenschön führt, erkennen euch die Bewohner bereits von Weitem und begrüßen euch freundlich. Als die Kinder auf euch aufmerksam werden, kommen sie angerannt und löchern euch mit Fragen über Zwerge. Aus welchem Zwergenreich kommt ihr? Seid ihr reich? Habt ihr Gold und Diamanten dabei? Könnt ihr Felsen mit der bloßen Hand zerschmettern? Ihr redet mit den Kindern und Dörflern, bis es dunkel wird. Und nach einer kurzen Nacht brecht ihr wieder auf. Wird es jetzt hier so eine Pac-Man-Nummer, dass die Ork-Horde uns hier irgendwie auch ausbremsen will? Können wir mit denen kämpfen? Sollen wir mit denen kämpfen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil ich weiß nicht, was für eine Riesenhorde uns da hinterher geschickt wird. Warte mal, wir finden das raus, indem wir speichern. Und dann einfach mal unser Glück versuchen. Speichern wir mal. Und dann... Der ranzige Gestank des Waffenfetts der Orks dringt an eure Nasen. Es scheint, eine der Armeen, die euch seit Lot Ionans Stollen verfolgen, hat euch eingeholt. Boendil macht sich sofort zum Kampf bereit, doch Andokai gebietet euch, den Kampf zu vermeiden. Vor allem sind die jetzt einfach in das Dorf gezogen. Oh nein, wir haben jetzt das Dorf kaputt gemacht, schon wieder.
Der ranzige Gestank des Waffenfetts der Orks dringt an eure Nasen. Es scheint eine der Armee. Okay, also wir ziehen hier nach links, nach rechts und die Ork-Horde will uns anscheinend flankieren. Das heißt, wir laden mal und ziehen dann einfach weiter. Ah nein, dann führe ich aber jetzt ja die Orks direkt in das Dorf hinein. Das war vielleicht auch nicht so schlau. Oh nee, habe ich jetzt das Dorf kaputt gemacht? Ui, 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 ui. Ich glaube, da habe ich was versemmelt. Aber gut, wenn sie sagt, wir sollen nicht kämpfen, dann werden wir im Ganzen ausweichen. Oh, aber wie es mir den Fäusten in den Äxten juckt. Dann ziehen wir mal in die Richtung weiter. Also wir sollen den Kampf... Okay, der hat hier noch einen Punkt. Das heißt, wir gehen hier außenrum, dann können wir beide Armeen ausmanövrieren. Seit ihr mit Jerun und Andukai reist, hast du dem Ritter jeden Abend einen Teller mit Essen hingestellt. Trotzdem hat ihn noch keiner von euch essen gesehen. Du beschließt, heute besonders darauf zu achten, um zu sehen, was sich unter dem Helm befindet. Andukai sitzt nicht weit von dem Riesen entfernt und studiert die Bücher. Habt ihr schon etwas Nützliches entdeckt? Sie schaut zu dir auf. Denkst du, ich würde bleiben und kämpfen, wenn in den Büchern ein Zauber stünde, mit dem man Not-On vielleicht bezwingen kann? Euer Gott ist der Gott des Ausgleichs. Ihr müsstet es als eure Pflicht sehen, ein Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten herzustellen. Anstatt zu antworten, reibt Andukai sich die Augen und klappt die Bücher zu. Es ist zu dunkel zum Studieren. Wir sehen, was sich morgen ergibt. Missmutig blickst du der Maga hinterher, die zu ihrem Nachtlager geht. Dabei fällt dein Blick auf Jerun und den Teller zu seinen Füßen, auf dem sich kein Krümel Essen mehr befindet. Irgendwie konnte er doch ziemlich schnell essen. Wir haben jetzt zwei Ork-Armeen im Rücken. Müsste ja eine doppelte Armee sein. Ah ne, die sind uns gerade hinterher gezogen. Oh, da freuen sich die Zwerge bestimmt, wenn wir Orks mitbringen. Gegen Nachmittag, als die Sonne tief hängt, führt der Weg euch durch eine Schlucht. Ein Blick auf deine Karte lässt dich vermuten, dass ihr nahe Toboribor, dem Orkreich, seid. Vrakas, lass uns unversehrt. Etwa eine Meile weiter bleibt Boindil plötzlich stehen und schnüffelt. Riecht ihr das? Schweineschnauzen, eine ganze Menge! Gehen wir vorsichtig weiter. Vielleicht können wir ein paar von ihnen erledigen, bevor sie Alarm schlagen können. Und dann müssen wir auch hier kämpfen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Um zu den Zwergen zu kommen, müssen wir zwangsläufig durch die Ork-Leute durch. Oder haben die Zwerge so ein unterirdisches Tunnelsystem, was wir nur nicht genutzt haben? Egal, dann geht's weiter gegen die Orks vor. Uns hängen ja irgendwie anscheinend nochmal zwei Horden im Nacken. Also wir sollten schleunigst Land gewinnen. Oh, wir kämpfen auch direkt. Ja, wir nehmen einfach mal sie mit, wie bereits schon angesprochen. Willkommen im Orkreich. Ich wollte gerade sagen, wir verwechseln. Genau, wir wechseln die Gefilde. Wir gehen einmal jetzt quasi vom saftigen Grün von grasigen Tälern in eine sehr steinige Steppe hinein. So, eine Minimap wäre vielleicht hier und da mal nicht verkehrt, dass man ungefähr weiß, wo man hinläuft, wo man hin möchte. Dort oben. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie jemanden warnen können. Wo ist denn dort oben? Warte mal. Kann ich die Kamera mal irgendwie... Also weiter raus komme ich denn mit der Kamera? Da oben. Wir wollen die denn da oben jemanden warnen. Aber ich weiß schon mal, wenn ich da hinkriege. Wobei, warte mal. Du kannst doch bestimmt da hochspringen schon mal anfangen, ne? Ah, natürlich kann er da nicht hochspringen. Geh mal alles mal in die Richtung. So, erstmal bis hier hin und jetzt will ich wissen, kannst du da hochspringen? Du kannst da hochspringen, wusste ich's doch. Was denn? Du, nee, ihr drei, du gehst mal da vor und du gehst in die Richtung und du gehst damit vor. So, du bist oben und darfst jetzt hier oben, was ist das? Also, erhalt Leben brauchen wir jetzt erstmal nicht, du darfst hier erstmal anfangen, die Leute wegzuschlagen. 0 von 4 Leute dürfen nur den Ausgang erreichen. Oh, der flieht deswegen. Pass mal auf. Wie weit kann denn die schießen? Probieren wir mal unser Glück. Okay, nicht so weit, wie ich gerne hätte. Wir müssen den aufhalten. Das haben die vor. Nee, okay, dann lassen wir den einfach mal entkommen. Ich dachte, man muss die irgendwie zurücktreiben, bevor die irgendwas machen. Halt. Wir werden von der Seite verfolgt. Was für eine Zeitverschwendung. Achso, nee, ich bin doof. Wir sollen den Ausgang erreichen. Ich habe schon wieder das System nicht verstanden.
Wir schätzen hier unten aus. Ich möchte mal wissen, was die so kann. Explosion zieht sie wahrscheinlich uns mit zusammen, ne? Ach nee, okay, das können wir so machen. Sehr schön. Sie kann auch mit ihren Sachen da die Leute quasi weit in die Dings hineinstoßen, in die... Ah, wir haben bloß fünf... Ah, wir haben nur drei Punkt Fähigkeiten. Wir können bloß die immer verzögert einsetzen. Pass mal auf, dann machen wir das so mit dem Schwinger. Der war ja süß. Und jetzt nehmen wir mal ihn. Und schwingen hier einfach mal in die Richtung. Weg mit dem Gesindel. Okay, auf jeden Fall. Wir sollen hier mit denen gar nicht kämpfen, wir sollen weiterlaufen. Gut, dann springst du mal hier wieder runter. Und wir müssen uns einen Ausgang suchen, irgendwie, wo auch immer der sein möge. Wir müssen vor allem ihr hier mal helfen. Mal bei sie. Schieß einmal Blitz in die Richtung. Okay, das war nicht so spannend, wie ich es gerne gehabt hätte. Oh, und es sind jetzt auch zum ersten Mal quasi Ogre mit dabei. So, und dann haben wir hier nichts mehr zu tun. Du musst da mal mit reinstürmen. Das war falsch, aber danke, dass er uns den Weg frei gemacht hat. Mal darüber mit dir. Und jetzt... Ach ne, wobei, die können wir vielleicht so noch treffen. Sehr schön. Und jetzt die hauen wir in die Richtung weg. Und das Mädel an sich... Sehr gut. Und du springst jetzt einfach mal da hinten mitten rein. Dabei. So, dass wir vielleicht nicht alle treffen. Ah, ich will seinen Bruder in der Wische machen. So. Okay, da kam natürlich keiner durch. Ah, jetzt schießen die da oben wieder auf uns. Unverschämtheit. Eieiei. Sofort. Schluss damit. Die kämpfen. Er rastet aus. Wir müssen da tatsächlich weitergehen. Geh mal du auf den da. Oh nein, wieso ist denn die... Die Dame ist ja fast schon weg vom Fenster. Tot und sie generiert Leben. Und du schlägst auf ihn. Und du springst da mitten rein. Ja, das ist das Ding mit den Magiern. Die sind, habe ich gerade gemerkt, nicht zu Nahkampf erprobt. Der Ogre ist weg. Achso, warte mal, stimmt, aber ich kann doch mit dir hier zurück. Oh, ich weiß zwar nicht wie, aber sie kann sich auch selber heilen. Irgendeine passive Fähigkeit wahrscheinlich. Kannst du genau das mal so machen? Ah, und so verschwinden die ganzen Schützen. Das war vielleicht mit diesem erhöhten Plateau gemeint. Okay, so. Und jetzt, nein, das ist falsch, das ist falsch. Na, das war auch falsch, egal. Mehr Schaden für alle. Oh, Mädel, wieso... Wieso bist denn du jetzt da reingerannt in die Attacke von unserem Zwerg? Da konnte ich jetzt, muss ich sagen, aber nichts dafür. Aber sie heilt sich wieder selbst. Das muss eine passive Fähigkeit sein. Wir sollen schauen, dass wir hier Land gewinnen. Wir müssen irgendwo hier rauskommen. Die Frage ist bloß, wo? Wir rennen hier einfach mal völlig verplant durch die Gegend. Ich würde so gerne hier einfach kämpfen, aber das ist momentan leider nicht das Ziel. Also gut. Du gehst mal hier zurück und du springst nochmal da rein. Dann müssen wir trotzdem hier mal ein bisschen Platz wieder machen. Oh, die hat böse einen mitbekommen. Das sind Katapulte. Na. Komm, du mal hier wieder zurück. Und du wirst mir dann hier erstmal... die da wegspringen und du gehst mal darüber. Ja, bei dir schaut's gut aus, ne? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Immer wieder schön, wenn es sie auseinanderreißt. Und schön mit dem Krähenschnabel, auf die die da am Boden liegen. Mehr Schaden für dich. Einen Schwinger in die Richtung. Und kaputt gemacht. Ich weiß, ob man Katapult und solche Exe zerstören kann für Bonus-Loot oder so. Oh, das Mädel ist gleich weg. Das gefällt mir trotzdem ziemlich gut. Aber hier mit den Dingern kann ich momentan nicht so viel erreichen, ne? Sie kämpft hier noch. Ich muss auf jeden Fall auch mal den Dicken dann ausprobieren in der nächsten Runde. Was ist denn jetzt hier mit dir? Der ist weg. Da steht nichts mehr auf. Rüber mit dir.